Nicht nur sein erstes, sondern auch gleich sein letztes, denn da gibt es ja eine Altersvorschrift von der FIFA. Schuster im Bild. Rummenigge. Jetzt verändern sie doch die Position. Also jetzt haben die deutschen Spieler zunächst die Sonne im Rücken. Der jugoslawische Torhüter muss gegen die tiefstehende Sonne spielen. Die Uhren sind gestellt. Mit einer halben Stunde Verzögerung wird das Freundschaftsspiel angepfiffen. Deutschland gegen Jugoslawien. Auf geht's. Bernd Schuster, Riegel. Das ist Pesic. Mit der 4, Jecic. Mit der 5, Bogdan. Und mit der 3, Verteidiger Kapitanovic. Oha! Erster Eckstoß in der ersten Minute. Bogdan mit der 5 von Dinamo Zagreb. Ben Schuster. Stielicke. Also alle Legionäre dabei, Schuster, Stielicke und Müller. Meier von Bremen, Bujovic und zwar Soran mit der 9, mit der 5, wie gesagt, Bogdan. Das ist der andere Bujovic. Zlatko mit der 7. Kapitanov, der Verteidiger. Vujovic. Mit der 10, das ist Krantscha. Der gefoult wurde und es gibt Freistoß. Krantscha von Dinamo Zagreb, ein sehr offensiver Spieler. Aus dem Mittelfeld heraus hat er viele Tore in dieser Saison geschossen, genau 13 in der laufenden Saison. Hier haben wir ihn im Bild, zusammen mit der Nummer 8, Trifunovic von Partizan Belgrad. Gute Aktion von beiden, sowohl von Bodenski als auch von der Nummer 8, Trifunovic. Da war nicht. Rummenigge. Gefoult. Jugoslawen greifen sehr früh an.
Vierfachster. Müller. Rolf. Müller. Petic. Alle drei Stürmer, die beiden Brüder Vujovic und Petvic, kommen von Hajduk Split. Riegel steht links. Rolf. Stielige. Pipkovic, der Schlussmann der Jugoslawen zum ersten Mal in Aktion. Genau nach 5,5 Minuten. Gegen Stielige. Kapitanovic. Nicht gut gemacht. Fehler und Glück für die deutsche Mannschaft. Wie gesagt, die Jugoslawen stören sehr früh, versuchen das Spiel der deutschen Mannschaft im Mittelfeld schon kaputt zu machen, gar nicht erst zum konstruktiven Aufbau kommen zu lassen. Meier, Rummenigge. Förster. Stielige. Füller. Die Nummer 6, das ist Hatschi Begic, der Sieger blieb. Jesic. Pesic. Kapitanovic. Trifunovic mit der 8, mit der 9, Vujovic. Soran Vujovic, Kranča, und schöner Pass von Schuster Rummenigge. Noch keine Harmonie, kein Zusammenspiel der deutschen Mannschaft. Zu viele Fehlpässe.
zweiter Eckstoß. Jelikic. Und der steht völlig frei, der Mann mit der Nummer 5, der Bogdan von Dinamo Zagreb. Eigentlich ein reiner Abwehrspieler. Zweifel in der Anfangsphase, nach 10-11 Minuten, die mittlerweile gespielt sind, haben die Jugoslawen mehr von der Partie. Die deutsche Mannschaft im Schlafwagentempo zur Mittellinie. Briegel, Meier, Norbert Meier aus Bremen, Karl-Heinz Rummenigge aus München. Schöner Pass und Rolf verpasst. Förster. Abschuss. Der Schuster. 60 Meter Pass auf Briegel. Rummenigge gefoult. Freistoß. Hansi Müller. Von Inter Mailand. Beim Freistoß zur Entfernung etwa 20 Meter. Briegel war das, Sie haben es gesehen. Gut gemacht von Schuster. Und Meier. Tor! 13. Spielminute, 1:0 für die deutsche Mannschaft durch Norbert Meier von Werder Bremen, der heute sein viertes Länderspiel absolviert. Aber sehr schöne Vorarbeit von Bernd Schuster. Anerkennung für den Spieler aus Barcelona. Und Achtung! Oh, aber abseits gewesen. Dennoch hat die deutsche Mannschaft nicht aufgepasst. Gut gesehen. Völler. Rummenigge. Müller wartet. Bekommt ihn auch. Schlecht gemacht.